Beispiel Duisburg-Marxloh, einer der wohl berüchtigsten Problemkieze Deutschlands. Vor fast genau einem Jahr war die Kanzlerin Angela Merkel da zum Bürgerdialog, um sich damals anzuhören, was so los ist im Stadtteil und woran es hapert. Aber ist seitdem eigentlich etwas passiert? Leerstehende Ladenlokale, kaputte Fensterscheiben, Müllsäcke, die mitten auf dem Bürgersteig entsorgt werden. Der Duisburger Stadtteil Marxloh, Sammelbecken unterschiedlicher Nationalitäten. Hier leben etwa 20.000 Menschen aus fast 100 Nationen auf engstem Raum zusammen. Etwa 64% der Bevölkerung hat mittlerweile hier einen Migrationshintergrund. Libanesische Familienclans, die das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Immer wieder patrouillieren Polizeiwagen. Vor allem aber der Müll und Dreck macht den Anwohnern zu schaffen. Wir gehen in dieses Haus rein. Dahinter ist ein Hinterhof, ein Riesenhinterhof von 15, 20 Häusern. Ratten bis zum geht nicht mehr. Und die sind schon echt zum Teil auch so groß. Das ist Marxloh. Die Immobilienpreise im Sinkflug. Bis zu 50% Wertverlust in den letzten Jahren. Als Altersvorsorge gedacht, sitzen manche Rentner auf ihrer Schrottimmobilie. Anwohner, die schon seit 40 Jahren hier leben, müssen mit ansehen, wie ihr Haus immer mehr an Wert verliert. Aktuell sind die Immobilienpreise in Marxloh sehr, sehr stark gefallen. Wenn wir unsere Immobilie verkaufen müssten, dann würde es zu einem sehr, sehr geringen Preis verkauft werden. Also man müsste schon verschenken, um dafür Käufer zu finden. Dabei sollte doch alles besser werden. Die Kanzlerin höchstpersönlich machte sich vor genau einem Jahr auf den Weg nach Marxloh. Medienwirksam versprach Hilfe. Seitdem ist nicht viel passiert. Nach wie vor bereiten Familien aus Osteuropa den Behörden große Sorgen. Ich treffe den Bezirksbürgermeister aus Marxloh. Eher skeptisch hat er der Kanzlerin über die Schulter geschaut. Das heißt also, Frau Merkel hat vielleicht direkt nichts bewegt, aber hat den Anstoß gegeben, oder wie sieht das aus? Den Anstoß dazu gegeben, dass die Menschen miteinander wieder reden. Das hat sie gemacht. Ich muss im Nachhinein die Sache eingestehen, dass Frau Merkel dann hier war, sich doch die Menschen wieder gefunden haben und dann miteinander in Gruppen, in Arbeitskreisen oder wie auch immer zusammengefunden haben und miteinander geredet haben und Probleme gelöst haben. Und das kann man, glaube ich, ihr anschreiben, dass dies geklappt hat. Es sind vielleicht kleine Schritte, die die Bewohner von Marxloh seit dem Besuch der Kanzlerin machen. Auf der Hauptstraße werden ein paar Gebäude renoviert. Einige Hausbesitzer scheinen wenigstens hier wieder etwas zu investieren. Der hohe Besuch, er hat den Stadtteil Marxloh für einen Tag bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Für eine Kehrtwende hat er dann aber doch wohl nicht gereicht. Wie also kann Integration gelingen, insbesondere wenn es Menschen gibt, die sich nicht integrieren wollen? Einer, der sich mit dem Thema auskennt und deren Freund klarer Worte ist, ist Heinz Buschkowski, der ehemalige Bürgermeister des Berliner Problemviertels Neukölln. Er hat immer wieder Wege gefunden, wie die verschiedenen Kulturen in seinem Stadtteil miteinander leben können. Vielleicht auch gerade, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir haben über Jahrzehnte erstens Integration nicht für erforderlich gehalten. Die gehen alle sowieso wieder nach Hause. Zweitens haben wir es zum Spaßfaktor gemacht. Integration ist für diejenigen, die Lust daran haben. Wir waren nicht unterwegs mit Integration ist Pflicht. Auch die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, dass Hinzukommende einen Benefit für die Gesellschaft schaffen. Und dass es auch die Pflicht eines Einwanderers, eines Migranten ist, sich einzubringen und die hier herrschenden Lebensbedingungen zu akzeptieren, auch für sich zu akzeptieren. Wir waren nicht unterwegs zu sagen, hey, wir leben hier aber so und wir möchten schon, dass du das gerne auch machst. Und bei uns gehen Kinder zur Schule, Jungen wie Mädchen, auch deine Kinder. Und im Übrigen, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Also du musst dich auch bewegen. Du musst auch den Hintern hochkriegen. Das alles haben wir nicht getan. Und so gibt es eben gelungene Integrationskarrieren ohne Ende, sehr sicher. Aber das sind die, die recht pfiffig waren, wo es im Kopf alles folgerichtig funktioniert hat, wo gesagt wurde, unsere Kinder können hier nur eine Zukunft haben, wenn wir uns hier einbringen, wenn sie ihren Platz in der Gesellschaft finden. Die gesagt hat, ach, was soll ich mich hier um die Deutschen kümmern? Was die Deutschen da machen, das interessiert uns nicht. Und so entstehen dann Parallelgesellschaften, wo urplötzlich
die Staatsautorität überhaupt nicht mehr anerkannt wird, weswegen sich Stadtgebiete herausgebildet haben, wo die Polizei sich heute mit einem einzelnen Funkwagen nicht mehr hintraut. Klare Worte von Heinz Buschkowski, dem ehemaligen Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln.